Ich spiele in dem Film die Lou Andreas Salome im Alter von, also eine von den Lou Andreas Salomis. Es gibt ja 4 an der Zahl und ich spiele sie im Alter von 20 bis, ich glaube, Mitte 40, sowas. Ich spiele die alte Lou Andreas Salome. Ich spiele die Rolle des Ernst Pfeiffer in dem Film. Also ich habe Rainer Maria Rilke gespielt. Der Film geht, zeigt die Lebensgeschichte von Lou Andreas Salome, eine der ersten emanzipierten Frauen des 19. Jahrhunderts, die eigentlich eine legendäre Figur ist der Kulturgeschichte und zu seltsamerweise in Vergessenheit geraten ist bei vielen Leuten. Viele kennen sie noch, aber nicht alle. Und der Film hilft hoffentlich oder trägt hoffentlich dazu bei, sie wieder ins Bewusstsein vieler Leute zu rücken. Ich bin bei euch alle Tage bis an die Weltende. Diese Worte Gottes möchte ich euch mit auf den Weg geben. Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle? Was fällt dir ein? Solche Dinge solltest du nicht fragen, Kind. Warum nicht? Das ist Gotteslästerung. Warum? Wir reden später darüber. Lass dich hier! Lass dich runter! Was bedeutet denn Schicksal für uns? Schon in den frühen Schriften ist nachzulesen, das Schicksal des Menschen liegt in der Hand Gottes. Also was mich fasziniert, ist, dass sie ganz früh schon für ihre Autonomie und ihre geistige Freiheit gekämpft hat, aber aus sich selbst heraus, und sie hat kein Vorbild nachgeahmt und wollte auch niemals ein Vorbild sein, also für die Nachwelt auch nicht. Also sie hat das immer alles nur für sich getan und hatte eine ganz starke innere Kraft, und auch schon als kleines Mädchen hat sie ja mit Gott gesprochen. Das war eigentlich ihr erster Mann, würde ich so sagen, zu dem sie nicht gebetet hat, sondern mit dem sie diskutiert hat, mit dem sie in ein Zwiegespräch gegangen ist. Und ja, sie war sehr selbstbewusste, fast auch schon, man kann auch sagen, manchmal naive, junge, kraftvolle, intelligente Frau. Ich habe als 17-Jährige zufällig die Biografie von Lou Andreas Salome in die Hände bekommen und habe die mit Faszination gelesen. Und ich war damals, war mir neu, dass Frauen in der Zeit, also 1861 ist sie ja geboren, überhaupt in der Lage waren, so selbstbestimmt und frei zu leben. Und das hat mir also so eine Art, ja, Inspirationsquelle oder so geliefert damals, wo ich gesagt habe, tolle Frau, so kann man auch leben. Und also so wirklich Freiheit war ja so ein ganz wichtiges Thema bei ihrem Leben, und es hat mich sehr inspiriert. Kein Raum für die Entwicklung der Frau ist daher ebenso schlimm wie keine Bewegungsfreiheit für des Mannes Entwicklung. Nichts vermag eine Frau so wahrhaft zu emanzipieren als die Ahnung, dass man ihr durch irgendeine Enge, in der man sie künstlich hält, den Weg verwehrt, auf dem sie zu voller frommer Hingebung und Andacht dem Leben gegenüber gelangen könnte, den Punkt finden könnte, von dem aus das Leben und sie selbst ihre geheimnisvoll ineinander rinnende Harmonie feiern. Das war eine sehr kluge, sehr selbstbewusste, sehr eigenartige persönliche Frau, die ihr Leben gelebt hat, entgegen der Zeit, entgegen der Meinung der Menschen, die oft angeeckt hat, aber sie hat ihr Leben durchgezogen, und im Alter lebte sie in Göttingen. Und da schreibt sie ihre Memoiren, versucht sie zu schreiben, soweit sie es noch kann. Und das war mein Part.
Für die meisten Menschen ist die Kindheit die schönste Zeit, für mich war es die schwierigste. Jetzt müssen Sie nicht gleich wieder in Trübsinn verfallen. Können Sie Ihr Gerät da überhaupt bedienen? Natürlich. Ich bin 1861 in St. Petersburg geboren, als einzige und jüngste Tochter nach 5 Brüdern. Mein Vater hat sich leidenschaftlich eine Tochter gewünscht. Meine Mutter hingegen hätte lieber das Halbdutzend männlicher Nachkommen vollgemacht. Naja, der Ernst Pfeiffer oder meine Rolle spielt ja in einer Zeit, die jetzt 80 Jahre her ist. Und von dort starten wir quasi in die Vorvergangenheit, also in 1880, 1890. Und ich glaube, das Charakteristische am Ernst Pfeiffer ist auch das, was diese Zeit charakterisiert. Also diese Zeit 1930, eben bevor die ganzen bösen Sachen in Deutschland passiert sind, da habe ich bei meiner Recherche festgestellt, das waren unwahrscheinlich tolle Zeiten. Und die waren, oder hatten unwahrscheinlich tolle Elemente. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht tolle Zeiten waren, weil es gab Börsencrash und so weiter. Aber von der Gesellschaft her war die Gesellschaft irgendwie, finde ich, schon viel weiter, als sie dann in den 50er oder 60er Jahren war. Oder so war zumindest mein Eindruck, viel befreiter. Ich habe mich viel mit Berlin auch zu der Zeit so ein bisschen beschäftigt, was da los war, weil ich jetzt selber auch in Berlin wohne. Und es war verrückt. Also es gab doppelt so viele Kneipen, wie es heute gab. Und Ernst Pfeiffer wiederum, meine Rolle, um das jetzt zu charakterisieren, ist ja einer, der so ein bisschen ein Problem hat, dieses Männerbild so als Mann zu erfüllen. Wovon haben Sie als junger Mann geträumt? Ich habe mir keine Träume erlaubt. Aber Träume gehören zum Leben dazu. Ich habe das Gefühl, dass in der Zeit eben, weil die Gesellschaft schon ein bisschen weiter war, der Mann eben auch mal weich sein durfte. Und so wie das eben heute ist. Und insofern finde ich, dass meine Rolle, der Ernst Pfeiffer, dass das eine sehr heutige Figur war. Genauso wie die Lou Andreas Salome eine sehr heutige Figur war, weil die Lou wiederum die Frau zu ihrer Stärke gestanden hat. Was ja für die damalige Zeit, zumindest in der Zeit vorher, so Jahrhundertwende, 19. auf 20. Jahrhundert nicht so war. Aber ich glaube, im 1920, 1930, in der Zeit, waren die Figuren und auch Ernst Pfeiffer und auch Lou Andreas Salome heutiger, als wir das uns vielleicht denken. Oder zumindest habe ich das so gespürt und so haben wir die Rolle angelegt. In meiner Jugend habe ich die Biografie von ihr gelesen und das Buch vergessen, auch teilweise den Inhalt, teilweise fast den ganzen Inhalt. Und das Buch stand irgendwo in meiner Bibliothek. Wie das jetzt zur Arbeit kam und wir drei haben in Hamburg probiert, haben einfach die Szenen genommen und haben uns überlegt, wie man das spielen kann, fand ich das Buch wieder. Und habe es gelesen und das war sehr hilfreich. Es ist schön, wenn man eine richtig gute Biografie hat, wenn man so eine Rolle spielt. Es ist keine Rolle, die aus einer Fantasie entsteht, die Frau hat gelebt. Und das löst in einem eine große Verantwortung aus. Da versucht man also nicht, seiner Fantasie nachzugeben. Da gibt es eine Spur, da gibt es einen Weg, den man verfolgen will, den man wahrhaftig erfüllen will. Und das war bei dieser Arbeit mit ihr besonders schön. Wir hatten auch teilweise Requisiten, original. Er hält einmal ein Buch in der Hand von Rilke. Das nehme ich ihm dann und stelle es zurück in im Film. Das war original. Wir hatten eine Handtasse. Eine Kaffeetasse oder eine Schokoladentasse, die stand da auf dem Tisch
original. Die Idee, ihr ganzes Leben zu erzählen, war von Anfang an eigentlich der Plan, weil ich immer finde, dass sie so unterschiedliche Phasen in ihrem Leben hatte, dass man das mit einer Episode der ganzen Frau nicht gerecht wird. Und deswegen war das schon mein Ziel, eine Art Kunstgriff zu finden, wie man das schafft, mehr zu erzählen als nur einen Abschnitt ihres Lebens. Ja. Und dann war halt diese Rahmenhandlung, der kam mir gerade recht, die habe ich mir halt überlegt, weil ich finde, dass die, also das war ja eine echte Geschichte, also Ernst Pfeiffer gab es ja wirklich, diesen Nachlassverwalter. Dann habe ich den öfter in dem Lou Andreas Salome Institut und auch in Göttingen angefangen zu recherchieren bei der Tochter von Ernst Pfeiffer, die ja noch lebt und den Nachlass wirklich noch verwaltet. Und irgendwann fiel mal in einem Gespräch mit ihr so der Nebensatz: Ach, mein Vater war ja so verliebt in die Lou, das war für meine Mutter und mich ganz schwer. Und da habe ich gedacht, super, das ist doch eigentlich genau der Punkt. So muss man die Geschichte erzählen. Und? Dieser Vers: Und lassen es über die Bäume regnen. Wir finden was Besseres. Über die Reben? Ich kann deine Schrift kaum lesen. Und lassen es über die Reben regnen und lassen es über die Rosen scheinen und vergessen das Lachen und kennen kein Weinen und sind doch die Deinen. Mhm. Ist schön. Der Rilke, den ich spiele, ist Anfang bis Mitte 20. Also noch auf der Suche, noch nicht erfolgreich, noch mit ganz vielen Unsicherheiten behaftet. Viele von denen blieben auch lebenslänglich, glaube ich. Aber Rilke ist in dem Film in erster Linie Fan von Lou Andreas Salome und selbst noch auf Identitätsfindung. Die Grundidee war halt, dass ich immer gesagt habe, die Lou ist eigentlich aus der Zeit gefallen. Die war ihrer Zeit 100 Jahre gefühlt voraus oder so. Und die ist eigentlich eine moderne Figur, die könnte genauso gut, eine moderne Frau, die könnte genauso gut heute leben. Und deshalb war dann mal irgendwann, ich weiß wirklich nicht mehr genau wie, aber es ist so entstanden, dass man sagt, ja, aber im Drehbuch gibt es doch die Postkarten und da kann man doch irgendwie das als Schritt in die Vergangenheit machen. Und dann kam halt die Idee, okay, dann kann sie doch auch da drin rumspazieren. So, ja, und das war halt zusammen mit dem Ausstatter Nikolai Ritter und der Firma Macke Vision, die es dann umgesetzt haben. Ich glaube, das ist ziemlich was Besonderes geworden, weil ich habe das noch in keinem anderen Film so gesehen. Sie ist ja auch Dokumentarfilmerin und sie hat ja schon viele Filme gemacht, aber es war ja ihr erster Langzeitfilm, also Spielfilm und sie war da auch sehr aufgeregt. Wir haben auch im Vorfeld haben wir auch geprobt und das machen aber ja auch viele Regisseure und das hat auch sehr geholfen, sich kennenzulernen und auch die Szenen, wir haben alle besprochen und ausprobiert und man konnte aber mit ihrem Set auch alles wieder neu machen, wenn man gesagt hat, ach nee, jetzt würde ich das doch so machen. Also war sie total offen und hat aber ganz toll auch beobachtet. Das finde ich so wichtig. Oder das finde ich zeichnet auch einen guten Regisseur aus, dass er hinschaut und einem dann Tipps gibt aufgrund dessen, was er gesehen hat oder was sie gesehen hat. Und da war sie sehr feinfühlig und hat einem gut auch helfen können. Also so Nuancen rauszuholen oder auch den Witz und den Humor und die Leichtigkeit, die der Film ja auch hat, finde ich. Und das mag ich auch sehr. Waren insgesamt 32 oder 33 Drehtage, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es relativ kompakt und man braucht eigentlich sonst auch ein bisschen länger, aber wir hatten einen taffen Drehplan, das ist sehr eng. Tief in die Nacht. Das muss ich auch noch erzählen. Also nicht nur Drehtage. Ja, bis 3 Uhr morgens teilweise und die Nicole hat die letzte Szene um 3 Uhr morgens gedreht. Sieht man ihr nicht an. Das war eine ganz tolle Idee von Matthias Schellenberg. Ich wäre da gar nicht so drauf gekommen, weil ich habe immer gedacht, das würde sich mit dem Dokumentarischen widersprechen. Es ist aber zum Glück gar nicht der Fall, finde ich. Also weil es macht eigentlich diesen Kinoeffekt, also es macht es kinomäßiger, macht die Bilder opulenter. Und am Anfang waren viele skeptisch, ob man das so überhaupt
ob das was bringt, wenn man in Innenräumen auch öfter mal ist und dann CinemaScope dreht, aber ich finde, es bringt eine Menge und es macht einfach ein tolles Bild. Da ich ja vom Dokumentarfilm komme und der Matthias Schellenberg auch schon sehr viel Dokumentarfilm gemacht hat und seine Kameraführung auch sehr dokumentarischen Stil hat, habe ich gesagt, also er ist eigentlich der Richtige für dieses Thema und ich wollte, dass das auch sehr lebendig wirkt und dass man sehr nah dran ist an der Figur und emotional bei der Lou bleibt. Und weil ich eigentlich das aus ihren Augen erzählen wollte, diese Geschichte, und aus ihrer Perspektive. Weil sie ist ja sehr oft in ihrem Leben von Männern beurteilt worden als sogenannte femme fatale oder als Frau, die den Männern den Kopf verdreht. Aber das waren meistens die Männer, die bei ihr nicht landen konnten, die sie dann so bezeichnet haben. Und mir war wichtig, das aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen und eigentlich klarzumachen, was sie so empfunden hat und warum sie diesen Weg gegangen ist. Und dieser Stil ist entsprechend halt deswegen so, weil mir das eigentlich am authentischsten erschien, die Kamera halt so dokumentarisch wie möglich einzusetzen. Sind Sie schwindelfrei? Für mich ist Musik sehr, sehr wichtig im Film. Die Komponistin ist ja Judith Wager und die hat in Österreich einen Filmmusik-Kompositionspreis vor 2 Jahren gewonnen. Da wurde sie mir empfohlen. Oh. Fräulein Luise von Salome, ich weiß, es kommt etwas plötzlich. Aber darf ich um Ihre Hand bitten? Sie hatten meine Hand doch bereits. Ihre Mutter hat auch schon eingewilligt, Luise. Da sie Ungarin ist, ich finde, sie hat auch so ein Temperament und so eine Leidenschaft. Und das ist irgendwie toll. Das hat sie alles so eingebracht. Und ich finde, und sie hat das Drehbuch gelesen und ihr hat es sehr, sehr gut gefallen. Und sie konnte sich damit auch identifizieren. Und ich glaube, das war dann einfach so, das hat sofort gepasst. Also die verschiedenen Alter waren, davor hatte ich Angst, sagen wir mal so. Also nicht Angst, aber da hatte ich großen Respekt davor. Und weil ich immer dachte, mein Gott, wie macht man das denn? Also von 20 bis Mitte 40 oder 50, das ist ja schon ein Riesensprung. Und ich bin dann eigentlich innerlich da dran gegangen. Also auch über diese ganzen, über die Lebensphasen, über das, was sie geschrieben hat, also wie sie gedacht hat. Also sie hat dann später auch anders gedacht und anders sich verhalten auch. Und das habe ich so verinnerlicht. Und das hat auch was gemacht mit meiner Stimme, mit meinem, wie ich gehe. Und also es kam dann eigentlich von selbst. Also es ist fast, wenn ich jetzt den Film sehe, unmerklich, aber man merkt schon einen Altersunterschied. Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen und fragt sich, warum weiß man eigentlich nichts? Also Rilke, den ich spiele, hat seinen Namen durch sie bekommen. Er hieß ja vorher René mit Vornamen und sie hat ihn praktisch, ich weiß nicht, ob überredet oder ihm den Tipp gegeben, nenn dich doch Rainer, weil er so unzufrieden damit war, dass René eben ein Name ist, der für Frauen und für Männer funktioniert im Französischen, und damit war er zutiefst unglücklich. Und sie hat ihm seinen Namen gegeben, seine Handschrift geändert, all diese Dinge. Sein Frühwerk ist entweder an sie gerichtet oder ihr gewidmet. Und das sind alles Sachen, die man in der Schule nicht lernt, obwohl man sich mit Rilke beschäftigt, in Anführungszeichen. Ich hatte nie was über sie gelesen und auch nichts von ihr gelesen und habe dann mir alles über sie besorgt, was ich kriegen konnte. Die Cordula Cablitz-Post hat mir auch ganz viel von ihren Büchern gegeben und habe ich eine kleine Bibliothek gehabt und habe mich dann so durch die Literatur gelesen. Und aber auch über die Philosophen, mit denen sie ja zusammengearbeitet hat und auch gelebt hat teilweise. Und ja, und das hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Die Finanzierung war das Schlimmste, weil es hat eben immerhin 6 Jahre gedauert, bis der Film fertig wurde. Und es war wirklich ein langer, langer, mühsamer Weg, wo auch viele Zweifel mir immer entgegenschlugen, was ich da überhaupt vorhabe und was das werden soll und so. Und deswegen, also ich weiß gar nicht, wie ich das überstanden habe. Also es war manchmal so krass, auch diese Rückschläge und auch was man sich anhören musste. Insofern freue ich mich umso mehr, dass der Film überhaupt existiert und dass er jetzt da ist. Das ist schon mein Director's Cut. Ich habe den aber natürlich, ich bin ja jetzt auch nicht so ein Diktator oder so. Ich habe den also schon, ich habe ja eine Co-Produzentin, auch die Gabriele Kranzl, bin auch eine tolle Cutterin, die Beatrice Babin. Und wir haben das natürlich also im Teamwork auch mal diskutiert. Ja, ist die Fassung zu lang, ist sie zu kurz, ist sie gut, was fehlt oder so. Das gab ja immer wieder auch so Momente, wo man das einfach anderen gezeigt hat und überlegt hat, ob das jetzt so verständlich ist, ob alles drin ist oder ob es Längen gibt. Und es war halt auch ein längerer Prozess von ein paar Monaten, 4, 5 Monate, 6 Monate vielleicht insgesamt.
gefreut. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das geht niemandem etwas an.